Letzter Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Heidrun Blum für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Haushaltsdebatten sind ja traditionell die Gelegenheit zu fragen, wie die Regierung mit den Herausforderungen der Gegenwart umgeht, wie sie mit ihrer Haushaltspolitik nicht nur auf Handlungszwänge reagiert, sondern wie sie agierend Zukunft gestalten will. Der Haushaltsansatz im Einzelplan 16 bleibt da allerdings einiges oder ich will sagen vieles schuldig. Am Beginn der Amtszeit dieser Regierung habe ich tatsächlich geglaubt, für einen kurzen Moment auf dem Feld Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung wird jetzt endlich einiges besser. Schlechter ging es ja vorher auch nicht. Doch noch mehr habe ich gehofft als geglaubt, dass hinter der Zusammenlegung von Umwelt und Bau mehr steckt als nur das Feilschen um Partei- oder Regionalproports. Zum Beispiel die Absicht, diese zukunftsentscheidenden Politikfelder Umwelt und Bau unter einem Dach zusammenzuführen, damit dauerhaft solche existenziellen Fragen wie der Klimaschutz, das Wohnen, die Stadt- und Regionalentwicklung zusammengedacht und langfristig konzeptionell auch vorangebracht werden können. Denn ebenso wie das Wohnen der Zukunft die Stadt- und Regionalentwicklung gravierenden Einfluss auf den Umwelt- und Klimaschutz haben, ist der Klimaschutz selbst zutiefst eine soziale Aufgabe. Demnächst findet in Paris der nächste Klimagipfel zum Kyoto-Protokoll statt. Und ich frage mich, was die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Baureaktorsicherheit als deutschen Beitrag zur Klimarettung dort in die Waagschale werfen will. Sie hat eben angekündigt, sie hat ein Programm, das auch schon vorgelegt wurde. Aber die Inhalte dessen, die sie hier heute vorgelegt hat, bleiben für uns, glaube ich, sehr nebulös. Wir hätten gern mit ihr darüber auch diskutiert. Mit diesem Haushalt jedenfalls kann sie nicht, wie die Kanzlerin, behaupten, wir schaffen das. Wir müssen das aber schaffen. Wir müssen die selbstgesetzten Klimaschutzziele erreichen, und wir müssen spätestens jetzt dafür die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen. Wir alle wissen, das ist keine kurzfristige Kampagne, sondern eine dauerhafte Aufgabe, die nicht Ressortegoismen oder parteipolitischen Profilierungen unterworfen sein darf. Meine Damen und Herren, gegenwärtig, und das ist auch richtig so, werden wir die Unterbringung von Menschen, die durch Krieg und Bürgerkrieg aus ihrer Heimat vertrieben wurden, viel Aufmerksamkeit zu. Wir müssen aber wissen, auch das ist keine Kampagne, und ein Dach über dem Kopf alleine reicht bei weitem nicht aus. Begriffe wie vorübergehend oder zeitweilig müssen wir in diesem Zusammenhang aus dem politischen Vokabular streichen. Aber auch Frau Ministerin hat sie heute wieder verwendet. Aktuell und auf absehbare Zeit suchen Menschen aus Kriegsgebieten bei uns Zuflucht. Wenn wir nicht endlich den Klimaschutz beherrscht voranbringen, statt weiter mit dem Wachstumsfetisch zu wedeln, wenn uns eine zeitweilige schwarze Null wichtiger ist als Investitionen in dauerhaften Klima- und Zukunftsschutz, dann werden sehr bald auch Menschen zu uns nach Europa kommen, denen wir mit unserer fossilen Industriepolitik die Heimat weggeschwemmt haben, denen wir das Trinkwasser vergiftet, denen wir die Luft verpestet haben. Selbst der amerikanische Präsident, auch das sagt ja die Ministerin, scheint das schon erkannt zu haben. Wir dürfen also handeln. In einem Haushaltsplan, über dem Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit steht, sollte man Zahlen erwarten, die der Größe der Aufgabe auch angemessen ist. In der Titelgruppe Klimaschutz werden internationale und nationale Klimaschutzinitiativen als wesentliche Ziele definiert. Es soll, ich zitiere, eine in Klimaschutzzielen festgelegte Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 2020 um 40%, bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95% unterstützt werden. Das ist unser aller Ziel. Gut so. Mit rund 300 Millionen Tonnen Kohlendioxid verursacht der Gebäudesektor rund ein Drittel der deutschen Treibhausgasemissionen. Wenn die Bau- und Wohnungswirtschaft einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen leisten soll, dann muss die Quote der energetischen Gebäudesanierung sofort auf mindestens 2% verdoppelt werden. Das wissen wir alle aber auch schon lange. Das darf auch dann nicht Privatsache der Bau- und Wohnungswirtschaft sein. Das ist eine hochpolitische, gesellschaftliche Aufgabe, die sich nicht nur durch Appelle und Ankündigungen lösen lässt, sondern mit ernsthaften Haushaltsansätzen angegangen werden muss. Also, was liegt näher, als in diesem Einzelplan dafür die notwendigen Mittel einzustellen?
Umweltverbände, Fachinstitute und selbst Mitarbeiter aus den Bundesministerien sehen hier eine Finanzierungslücke von 5 bis 9 Milliarden Euro jährlich. Welchen Beitrag will das Bundesministerium leisten, um diese Lücke zu schließen? Mit den veranschlagten 1,5 Milliarden aus dem EKF wird das jedenfalls nichts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ja gerne anerkennen, dass sich diese Bundesregierung im Vergleich zur Vorgängerregierung bemüht, dem Politikfeld Wohnen und Bauen mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. Deren Ignoranz war ja damals auch kaum zu überbieten. Die Erhöhung des Wohngeldes etwa oder die Aufstockung der Städtebauförderung sind richtig und lange überfällig. Aber sie sind leider rückwärtsgewandte Reparaturmaßnahmen geblieben. Es ist keine an den aktuellen und zukünftigen Aufgaben orientierte Gestaltungspolitik geworden mit diesem Haushaltsansatz. Dafür wäre mindestens eine Dynamisierung des Wohngeldes einschließlich einer Klimakomponente notwendig. Notwendig wäre auch eine progressive Ausgestaltung der Städtebauförderprogramme, beispielsweise bei der eine Gestaltung anstelle einer Abrissphilosophie in den Stadtumbauprogrammen Ost und West. Hier müssen wir kurzfristig umlenken. Das fordern auch die Länder. Kolleginnen und Kollegen, es fehlt schon jetzt in der Bundesrepublik mindestens 5 Millionen Sozialwohnungen. Hier kommt von den Sozialverbänden der berechnete Bedarf von 2 Millionen altersgerechten Wohnungen hinzu. Das allein wäre Grund genug, die Kompensationsmittel des Bundes für den sozialen Wohnungsbau deutlich aufzustocken. Das hat die Ministerin ja heute erfreulicherweise anerkannt. Und ich wünsche ihr und uns allen und vor allem den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich an dieser Stelle auch gegenüber Herrn Schäuble durchsetzen kann. Wenn die Ministerin ihre Ankündigung wahrmacht, also den sozialen Wohnungsbau mit 1 Milliarde aus dem Bundeshaushalt zu fördern, dann wäre das eine sehr begrüßenswerte Aktion. Aber schon die Einschränkung, dass dies eine zeitweilige Aufstockung wäre und auch die noch mit dem Zustrom an Flüchtlingen und Asylbegehrenden zu begründen, ist wohnungs- und gesellschaftspolitisch das völlig falsche Signal. Denn die sozial benachteiligten Gruppen bei der Wohnraumversorgung gegeneinander zu stellen, sorgt für sozialen Brennstoff in der Bevölkerung. Das dürfen wir nicht tun. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vollmundig den Anspruch vorangestellt, Deutschlands Zukunft zu gestalten. Deutschlands Zukunft lässt sich nur im internationalen Kontext denken. Vor diesem Anspruch ist dieser Haushaltsansatz meilenweit entfernt und der selbst angekündigte kraftvolle wohnungspolitische Dreiklang, den auch ich hier schon oft zitiert habe, der hat inzwischen das Outfit einer rostigen Klingel. Dankeschön. Nächster Redner.